damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge GTA Online und heute im neuen Modus Turf Wars und diesmal hier in Turf Wars 2. Und ja, das ist ein wirklich cooler Modus. Du musst ja so einzelne Felder mit deiner Farbe, die du hast, wir sind jetzt hier orange, überfahren und dann wird das angezeigt und dann wer in einer bestimmten Zeit die meisten Felder, ja, sagen wir mal, erobert hat oder angemalt hat, genau so kann man es sagen, der hat gewonnen. Und ja, das spielt oben über den Wolken, ihr könnt schon sehen hier bei der Maze Bank, und das macht ultra viel Bock. Und dadurch, dass es gerade noch doppelt EP ist, ja, geht das halt richtig ab von der Kohle, die du bekommst. Ich glaube, die erste Runde, die ich gespielt hatte, waren einfach, 100.000 oder 110.000, glaube ich, die ich, ja, da verdient hatte in der Runde. Das war schon mega und mir macht das auch richtig Fun, denn in GTA, ich kann, glaube ich, besser Auto fahren als schießen oder so. Und von daher ist das so ein Modus, der ist für Leute eher da, sagen wir mal, für passivere Leute, also die eher so GTA fahren und alles und daran so Spaß haben. Und man kann hier halt auch die Leute dann runterrammen. Nein, nicht mich runterrammen. Aua. Und dann gibt es halt auch Raketen, womit du rumschießen kannst. Und ihr seht schon, wir sind ja deutlich im Vorteil gerade. Okay, ist aber auch verständlich, 2 gegen 3 ist leicht unfair. Aber naja, was willst du machen? Eben war die Lobby noch voll, jetzt ist sie, ja, halb leer, sozusagen. Und ja, wir haben die erste Runde schon gewonnen. Das wird wahrscheinlich jetzt die ganze Zeit schon so gehen, denn erst recht, wenn das so 3 gegen 2 ist, ist schon leicht unfair. Aber egal, man kann auch wie in Kill Quota Deadline nicht. Ja, hauptsächlich wie in Kill Quota auch einstellen, wie groß die Teams sein sollen. Also es, dort, wo ich jetzt die 100.000 verdient hatte, als Beispiel, da waren wir nur Zweier-Teams. Müsste ich auch sagen, würde ich auch jedem raten, das eigentlich so einzustellen. Macht am meisten Sinn, gibt am meisten Kohle. Und jetzt falle ich hier runter, ich glaub's nicht. Und ja, aber es gibt einen Nachteil an der Sache, wenn du Zweier-Teams machst. Ich weiß gar nicht, ob du Einer-Teams machen kannst. Ich war bis jetzt noch nie der Host einer, ja, Sitzung. Und wenn du Zweier-Teams hast, das Problem halt manchmal könnte sein, dass einfach, ja, du brauchst einen ordentlichen Teammate. Wenn du das nicht hast, dann bist du oftmals gelost. Denn hier der Modus ist so, du kannst es auch schaffen, ohne einen Kill zu machen, zu gewinnen. Du musst niemanden töten mit den Raketen. Das ist eigentlich totaler Schwachsinn. Es macht mehr Sinn, rumzufahren und ja, halt die Gegner auszustechen. Zum Beispiel jetzt hier, ich fahre dem einfach hinterher. So, der nimmt jetzt Punkte ein, ich nehme die dem einfach wieder weg. Das ist die beste Taktik, die du machen kannst. Erst recht, wenn du mit mehreren Teams spielst. Einfach immer hinter der, ja, vorne liegen. Sagen wir mal, du spielst als Vierer-Teams und einer liegt vorne und du bist knapp Zweiter oder Dritter. Dann ist die beste Taktik, die auf die Farbe des Ersten zu gehen und die halt, ja, zu verringern. Also die Kästchen, wo die Farbe drauf ist. Denn dadurch ist es halt so, kannst den halt natürlich wieder zurückholen und du kriegst automatisch mehr, aber der kriegt auch wieder weniger. Ist ja eigentlich ein, denke ich mal, logisches Prinzip. Und ja, ich würde mal sagen, das wird ein easy win. Und ihr seht, ich gehe auch gar nicht mal da drauf. Ja, ich gehe auch gar nicht mal auf Kills aus. Ich bin gar nicht mal auf Kills aus. Gut, ab und zu hole ich mir mal die Raketen. Aber ja, ich probiere es eigentlich gar nicht. Ich glaube, habe in dem ganzen Modus jetzt in 3-4 Spielen bis jetzt einen Kill oder so gemacht. Und bin trotzdem eigentlich immer recht gut abgeschnitten. Gut, jetzt ist der zweite Kill geschehen. gut, halt, man muss auch sagen, man kann die Kills halt leider auch nur machen mit diesen Raketen. Was anderes zählt da leider nicht drunter. Was natürlich in gewisser Weise ein bisschen doof ist. So, und ihr seht schon hier, easy win. Aber ja, ist wie gesagt auch leicht unfair. Auch wenn die Level 200 oder 400 sind, wenn die keine getunten Wagen haben, bringt dir das überhaupt nichts, das Level. Oh oh, und tschüss. Und bumm. Und ich glaube, wir haben gewonnen. Oder geht's noch weiter? Was? Geht immer noch weiter? Lol. So. Aber wie gesagt, der Modus macht mir richtig Fun. Und
das macht richtig Laune. Erst recht mit dem ultra teuren, ja, Import-Export-Update. Da muss ich sagen, wenn man das hier ein bisschen mehr spielt und auch einigermaßen mal gewinnt, mehrmals, dann kann man es auch aus dem Import-Export, ja, von dem Kram da eigentlich recht viel auch kaufen. Aber ich habe ja schon gestern im Video gesagt, es gibt halt ein paar Sachen wie der eine Raketenwagen, sagen wir es mal so jetzt, die sind einfach, selbst wenn die diese Features haben, viel zu teuer, meiner Meinung nach. Also 3 Millionen hätten auch schon voll gereicht, ganz im Ernst. Also dafür 5, fast 6 Millionen rein zu drücken für die Leute, die zahlen wollen, naja. Sind halt, man muss mal sagen, in Sharkcards, ich glaube, ich kann ja kurz mal nachgucken, ich weiß gar nicht, ob ihr das jetzt sehen könnt. Das sind, ja, so 60 Euro, die du dann da nur für einen Wagen rausblättern musst. Also, ja. Da muss man dann halt gucken, ob man das macht. Es gibt natürlich auch wenn ich es nicht so schön heiße, es gibt natürlich auch die Möglichkeit, man lässt sich so, ja, ultra gute Accounts zusammenstellen, wo schon so viel Geld drauf ist, oder man findet mal einen Hacker. Ich sag ganz ehrlich, wenn ich einen Hacker sehe, freue ich mich mittlerweile drüber. Am Anfang habe ich immer so gesagt, nee, Hacker weg. Aber dadurch, dass die Sachen so teuer sind, ja, warum nicht? Solange du dir jetzt nicht 20 oder 30 Millionen nimmst, ist das ja voll okay. Aber gut. Da kann auch jeder halten von mir, was er will. Es ist einfach, jeder, der GTA ein bisschen spielt, selbst wenn du die Heist spielst oder so, so viel kannst du gar nicht GTA spielen. Von daher ist das, denke ich mal, schon so okay. Das ist halt genauso wie wenn man jetzt einen Arc hat. Also auch wenn ich jetzt auf meinem aktuellen Server nur alles mal 2 habe, das ist schon für mich das Maximum. Also mal 1 oder die Standardeinstellungen, so wie sie auf den offiziellen Servern sind dort, würde ich auch nicht spielen. Das wäre mir dann auch ein bisschen zu doof. Aber naja. Egal, kommen wir jetzt wieder zu dem Modus hier zurück und wir sind wieder am Gewinnen. Na gut, ja. Ich sag dazu weiter nichts. Ist ja irgendwie klar. Und ja. Aber was ich interessant finde, dass wir einfach mal eben, ja, 16.000 auch bekommen haben, trotzdem, dass wir nur 5 Leute in der Lobby sind. Kann aber auch sein, dass wir, als die Lobby gestartet ist, halt noch, das war aber schlechtes Aim, noch 8 Leute drin waren, also voll. Aber naja, mich freut's. So kann man auf jeden Fall ordentlich Geld verdienen. Erst recht, nachdem ich ja jetzt kein Geld mehr habe. Haha. Kuruma, gepanzert. Ich weiß gar nicht, warum ich den eigentlich benutze. Und tschüss. Hat dir nichts gebracht. Und gewonnen. Yeah. Eigentlich, ich habe ja schon gesagt, ich möchte mir diesen einen Wagen da für 800.000 kaufen. Mal sehen, wie schnell ich den erreichen kann. Von den Kosten her. Könnte aber einigermaßen schnell gehen. Sollte ich nicht zu oft verlieren hier in dem Modus und keinen Bock mehr haben. Das ist immer so das Risiko an der Sache. Es war halt ein Killquote, also ich glaube, da hatte ich 3, 4 gute Runden und dann, ja, lief eigentlich nie mehr was. Das ist auch dann ab und zu ein bisschen deprimierend, aber das liegt dann auch oftmals gar nicht mal unbedingt komplett an einem selber, sondern auch an den Teamkameraden. Da kannst du halt oftmals auch nichts drehen. Das ist dann halt wirklich praktischer, wenn du so mit Leuten spielst, die das auch einigermaßen gut können. Denn GTA ist halt immer noch, obwohl das jetzt schon fast 4 Jahre alt ist, wird das immer noch wieder von Leuten neu gekauft und da sind auch immer wieder sehr viele Anfänger dabei, was ja gar nicht negativ ist, aber das ist halt ab und zu schon mal, ja, ein bisschen nervig, wenn man in der Lobby ist und dann mal ein bisschen mehr, ja, verdienen möchte oder darauf hofft, ein bisschen mehr zu verdienen und das dann einfach nicht schafft, weil die Teamkameraden noch nicht so viel
Ahnung oder so viel Erfahrung in dem Spiel haben. Aber gut. Jetzt muss ich mal gucken, dass wir hier gewinnen. Die ziehen uns zu zweit doch nicht hier ab. Das kann doch nicht sein. Komm. Meiner. Hinter mir ist einer. So. Und gewonnen. Komm, holen wir noch die zwei Felder, yo. So, letzte Runde. Kommt drauf an, was der Host eingestellt hat. Vielleicht sind es auch mit 3 Siegen oder 4. Mit 4 Siegen kriegst du auf jeden Fall, sollten wir, ja, wir kriegen ja 16.000. Heißt, wir kriegen dann wahrscheinlich über 100.000, wenn das mit 4 Siegen ist. Das wäre natürlich ultra krass. Einfach mal so. Das ist halt auch sowas. Jetzt hier, das ist wie Deadline, muss man wirklich sagen. Eigentlich so ein Modus, du musst, ist eigentlich richtig, richtig stupid. Du musst eigentlich wirklich nur rumfahren. Gut, ein bisschen dieses Köpfchen solltest du schon anstrengen, wie du fährst oder was du manchmal von den Farben her ausstichst, sagen wir es mal so. Aber generell, eigentlich musst du nur ein bisschen fahren können und dann war es das auch schon. Eventuell auch mal ein bisschen Raketen ausweichen. Aber sonst ist das eigentlich ja schon recht einfach. Und hier, ich glaube, fast ja, 3/4 des Ganzen ist schon blau, rot und gewonnen. So, mal gucken, Runde Gewinner. War es das jetzt schon? Oder nee, es gibt noch weitere Runden. Weiter. Felder in Besetz, 100. Ja, ja, wir sind so gut, Mann. Ah. Naja. Ist halt so. Manchmal muss man halt auch Glück haben mit der Lobby. Aber ich finde einfach da wirklich diese Idee dahinter, die ist wirklich genial von Rockstar Games. Aber mal schauen. Ich bin ja mal gespannt, wann ich es schaffen kann, mir so eine... Und Boost. So eine Garage für diese CEO. Da für diese Fahrzeugverkaufteile dazu kaufen. Scheiße. Denn zwei, also da muss ich, das muss ich auch sagen, 2 Millionen ist dabei schon richtig happig. Das hätten sie ruhig mal zumindest einen oder, ja, zumindest eine von denen hätten sie mal so im Bereich 800.000 oder so machen können. Und nicht im Bereich 2 Millionen oder so. Naja. Mich würde gerne mal interessieren, ob es irgendeinen Spieler gibt, der alle... Ja, jetzt hier alle Cargos oder alle Logistik, ja, Warenhäuser dort hat und auch jetzt sich dann alle anderen Sachen kaufen wird. Auf legale Weise. Ob er es jetzt per Sharkcards gekauft hat oder er spielt hat, das ist jetzt mal egal, aber ohne Cheats oder so. Es würde mich gerne mal interessieren, ob es so jemanden gibt. Ich bezweifle es sehr, aber wäre doch mal ganz interessant, denn wenn man mal bedenkt, was da für ein Vermögen hinterstehen müsste. Das wäre schon ultra krass. Also, wer alle hat, ich glaube, das sind locker 500, 600 Millionen oder so. Das wäre natürlich schon eine fette Sache. Ja, ihr merkt schon, ich mache mir Gedanken hier in GTA. Da macht sich keiner Gedanken drüber. Oha! Oh yeah! Beste Raketen. Nope. Nein, Abflug. Und weiter. Guck mal, ich nehme das mittlerweile auch gar nicht mehr ernst. Weil das einfach so unfair ist von den Teams. Komm, holen wir uns noch das. Das und das und das und das. So. Oh Mann, ich glaube, wir sind am Gewinnen. Ich weiß auch nicht, wieso. In gewisser Weise finde ich das jetzt auch langsam langweilig. Weil das irgendwie keinen Spaß mehr macht. Die Herausforderung fehlt. Wenn du so eindeutig immer gewinnst, ist natürlich schön, du kriegst viel Geld, aber irgendwie fehlt einem dann da letzten Endes auch die Herausforderung, dann mal was ordentlich dafür zu tun oder den Skill zu haben, was zu tun.
Ah, naja, vielleicht kann ich euch ja irgendwann auch mal eine Runde zeigen, die richtig gut für mich ist, aber auch sehr spannend dann letzten Endes wird. Das kann man leider nur nicht groß beeinflussen. Was halt ein bisschen schade ist. Aber wir werden sehen. Ich habe schon wieder 31.000 verdient. Das läuft auch gut ab. Ich glaube, nach dem ganzen Wettkampf hier werde ich wieder 100.000 haben. Was natürlich wieder in eine gute Richtung läuft. So, gucken wir mal. Ah, daneben. So. Nein, der war noch im... Oh, Spawning Screen. Das ist so unfair. Und tschüss. So, komm, weiter. Ich möchte gewinnen. Und wer hätte es gedacht? Wir haben die vierte Runde schon wieder gewonnen. Also, hier. Die vierte Runde der Runde. Die vierte Runde in der dritten Runde. Ne, vierten Runde. Ach, keine Ahnung, welcher Runde wir jetzt sind. Jo, der Kuruma, der fährt sich aber richtig gut. Auch wenn ich den nicht hab und auch den mir nie kaufen werde als Panzerwagen. Wow, nein. Mist, ich dachte, der dreht sich in die andere Richtung, dass ich dann rückwärts weiterfahren kann. So war der Skill natürlich voll daneben. Fahren wir den mal hinterher. So, mein Freund. Das bringt dir überhaupt nichts. So. Und wer jetzt gedacht, diese Runde haben wir auch gewonnen. Ihr merkt schon, ich bin gar nicht mehr motiviert jetzt. Das ist irgendwie doof. Matchgewinner, so. Oh ja, wir haben das beendet. Und wie viel kriegen wir insgesamt? 66.000. Und Level Up. No, kann man ja nicht meckern. Und ja, dann würde ich sagen, an der Stelle klatschen wir hier mal ganz schön. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat und auch der Modus, lasst doch gern eine Bewertung da. Oh mein Gott, jetzt kriege ich Schluck auf. Und ja, dann bis zur nächsten Folge GTA Online. Bis dann. Ciao.